Wo ist das? Bei 5. Wo ist 5? 1, 2, 3, 4. Ja, das ist ja geil. Ihr seid doch so Hohlbirnen, Mann. Ihr zeichnet alles ein, ja? Ihr zeichnet eine 1, eine 2, eine 3, eine 4 und eine 5, eine 6 ein, aber keine 5. Ja, geilo. Da richtig toll gemacht. Find ich gar nicht lustig. Ja, 5. Das ist auch der Luigi. Juhu, der Super Fürzheim. Ja, der Super Sternring. Wo ist denn der Super Star Ring? Ja, wo ist denn der, Mann? Ja, boah, hier gibt's voll viel grüne Sterne irgendwie. Ich raff das gar nicht mit den grünen Sternen, Leute. Das wird auch noch eine lustige Aktion, ne? Und was soll C2 heißen? Ach so, Kometen-Power-Stern wahrscheinlich. Ja, Leute. Ja, das ist eine sehr lustige. Eine Seffert, die ist lustig. Ja, wir stehen da jetzt rum, wir erzählen ein bisschen. Ihr kommt euch vor wie in einem Let's Talk oder so ein Scheiß. Ja. Ich finde das gerade nicht wirklich, Leute, ich finde es nicht. Die erzählen ja etwas von einem super Power-Stern-Ring. Ihr, die da durchgespielt haben, ihr wisst wahrscheinlich schon. Ihr denkt wieder, ist wieder vorbeigegangen. Ja, ich weiß. Aber, Ich liebe das, wenn diese verdammten Menschen alles einzeichnen hier, nur nicht das, was sie einzeichnen sollen. Nämlich die Nummer 5. Ja, Leute, was machen wir da, ne? Was machen wir da? Ach doch! Geil! Die Nummer 5 wird auf dem Planeten, wo wir auskommen sollen, eingezeichnet. Das ist ja toll. Super. Geil. Der Supersternring führt zu einem kleinen, grasbewachsenen Planeten, auf dem die versteckten Powersterne in... Ja, toll. Ich würde gern wissen, in dem Level, wo der verdammte Stern ist und... Oh, ihr seid solche Hohl... Boah. Oh. Ja, wo soll er denn sein, der Supersternring? Ja, wo soll er denn sein? Wo ist er denn? Ja, hier sagen sie, sie können entweder über die Brücke laufen oder die Lücken... durchqueren, ja. Gucken wir doch mal hier. Die gewaltigen Steinblöcke krachen. Ja, hier sind nur so Tipps. Geil, auf diesen. Ja, aber wir können doch gar nicht so falsch sein eigentlich, weil die Nummer 5, die kommt erst. Ja, also die kommt in dem Abschnitt, wo wir jetzt hier sind. So. So, das heißt, vielleicht ist hier unten irgendwas. So, komm! Luigi, verrate mir, wo ist unser Ziel? Ich möchte es haben, also gib's mir her. Ja, und hier ist ziemlich... So. Vielleicht verwandelt der Luma sich in einen Sternring. Ich hab noch gar nicht mit dem gesprochen. Luma! Bist du ein Fresh Luma? Nein, bist du nicht. Was sagst du denn dazu? Mit der Drehung schaffst du sogar diese Riesen. Ja. Das ist aber schön. Muss jetzt alle Riesen besiegen. Wow. Oh, wir haben sie besiegt, Leute. Ja, das heißt, ich muss wahrscheinlich Riesen suchen. Sehe ich das jetzt richtig? Außer die kann ich wohl nicht so leicht besiegen. Oder kann man die auch besiegen? Ich glaube wohl eher nicht. Ich glaube wohl eher nicht. Gib mir doch mal her, Begumba, du bist voll da. Ja, geil. Leute, ich liebe das, wenn man genau weiß, wo die Sachen sind. Ja, geil. Jetzt habe ich alle von den Idioten besiegt. Und ich weiß immer noch nicht, wo doch der Super Sternring ist. Der muss ja aus einem großen, Typ eigentlich entstehen, würde ich... Oh, da ist eine Röhre. Die führt mich direkt dahin. Ja, toll. Ja, das bringt uns jetzt viel. Ich habe auch keinen Bock mehr, jetzt hier rumzulaufen. Wir machen einfach Folgendes. Wir gehen jetzt... Oh.
Grasplanet. Hier ist er doch! Nein! Wie verballert bin ich denn? Ich hab gedacht, man kommt mit dem Sternenring direkt da zu diesen Dingen und dabei kommt man doch direkt hierhin erst. Wie behindert ich doch bin, Leute, oh Mann. So viel Zeit für nichts und ihr habt euch bestimmt schon gedacht, boah, ist der behindert. Ich kann euch verstehen. Mann Gott. Tut mir echt leid, dass wir so lange für so eine Scheiße gebraucht haben, Leute. Tut mir leid. Ja, da ist er aber. Mein Gott, bin ich behindert. Ja. Probieren geht dann am Ende doch wirklich über Studieren. Da sitzt man dann 10 Minuten an einem Scheißbuch und findet nicht heraus, wie es geht. Und dann so. Oh Gott. Epic Fail, Mann. So, alles klar. Geist, Galaxie, Kometen oder was? Nee. Ja, ein Ab. Hast du schön gemacht. Oh, Luigi. Bruderherz, lange nicht gesehen. Ich brenne darauf, neue Abenteuer zu erleben. Also lass mich dir ruhig helfen, wenn du mich das nächste Mal draußen siehst. Bis später, Bruderherz. Ja, bis später, Bruderherz, Mann. Alter Italiener. Ich habe nichts gegen Italiener, falls Leute jetzt wieder meinen. Ja, du bist ja voll rassistisch. Nein, bin ich nicht. So. Ihr scheint ja soweit erstmal alles zu haben. Sieht gut aus. Ab in die nächste Welt. Hier scheint... Oh, was ist das denn? Diese geheimnisvolle Galaxie, die war echt geil. So, jetzt haben wir hier überall was Verstecktes. Wir gehen als erstes mal in die Buhu-Galaxie, um uns jetzt hier den versteckten Star zu ergattern. Ich schlage in dem Buch nicht auf, wo es ist. Wir suchen es erstmal. Obwohl mit dem Buch, also wenn ich ins Lösungsbuch gucke, bringt mir das ja nicht wirklich viel, weil ihr seht ja, ich finde es trotzdem nicht. So, einen versteckten Stern. Und kommt, Leute, wir werden wieder mit Luigi zocken. Hallo, Bruderherz, hast du Lust? Bau Stern, ich dich ablösen. Jetzt komm, ey, mach mal hin. Entscheide dich, wer von uns sein Glück versuchen soll. Ja, Luigi, mach du mal. Dip, 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 dip. Da, ja, das sind doch Türen hier. Gehen wir mal alle durch die Türen durch. Und gucken mal. Ich glaube, hier am Anfang ist nämlich schon die Leiche begraben. Was haben wir denn hier? Habt ihr die Leiche schon hier begraben, Leute? Spieler, Entwickler. Gehen wir einmal hier rein. Oh mein Gott. Ein kleines Spielchen. Wozu soll dieses Spielchen dienen? Ist es zur reinen Münzgewinnung? Wenn es zur reinen Münzgewinnung ist, sollte ich mal ein paar Münzen mitnehmen. Oh nein! Hier ist bestimmt nämlich ein reiner Kalmund. Der will wieder Münzen. Ich kenne den doch. Rainer? Rainer! Da ist was. Aber wir haben noch nicht alles gesehen hier. Wir gehen erstmal nochmal rum. Also jetzt erkunden wir die Welten auch mal wirklich ordentlich. Wie ihr seht. Aha, eine Münze. Ein sehr interessantes... Oh nein, der hat mich geklatscht. Hör auf mich zu klatschen, sonst klatsche ich dich in your face rein. Oh nein. Wir sind wieder am Anfang. Mysteriös. Ah, wo geht es lang? Ich sehe keinen anderen Ausweg als den üblichen Ausweg. Das heißt, wir müssen ihn gehen. Oh mein Gott, dieses Level macht mir Angst, Leute. So, was haben wir hier? Auch das Normale anscheinend nur. Oh, Luigi. Todo prontondo. Hört auf, mich zu klatschen. Nein, nicht. So, was haben wir hier? Irgendwelche Neuerungen? Nein, anscheinend nicht. Ja, Leute, ich bin gespannt, ob wir das jetzt hier so schnell finden oder ob ich doch den Berater des Spiels aktivieren muss. Oh, Pilze. Hallo. Okay. 3 Leben. Oh, oh. WTF! Aber wisst ihr was? Ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, jetzt den versteckten Stern so 3 Millionen Jahre zu suchen. Ich gucke jetzt direkt nach.
Wo ist das? Hier ist das. Buhu-Galaxie. Silbersterne. Nein. Hinweis. Nein. Versteckter Stern. Nein. Wo ist der denn? Guck mal, was ist das denn hier? Der Stern der sinkenden Sumpfes. Die rosa Ziegel bahnen sich ihren Weg durch den Sumpf. Viel schneller als beim letzten Mal. Sie müssen mehrere Lücken im Pfad hinwegspringen, um den Ziegel zu schaffen. Sie fällt dem Bohr aus, folgt den Sumpf durchqueren. Wenn sie den Pfad der Decke des Sumpfes erlangt, müssen sie mehrere Oktobuhus aus dem Wald. Das haben wir noch nicht gemacht, glaube ich. Wann schlüpfen sie heraus, Lücken im Kreis mit dem roten Pfad zum Halten. Ja, das scheinen wir noch nicht gemacht zu haben. Das ist auf Platze 5. Und wo ist er denn? Platze 5. Platze 5. Piazza der Delfine 5. Ja, das ist doch hier einfach, das ist doch da oben einfach so, weißt du, so ist das doch so oder so, ne? Ja, keine Ahnung, Leute, das ist hier immer so eine Scheiße, ganz ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wo versteckter Stern ist, der ist zu versteckt und der Spielberater ist zu behindert, um das jetzt vernünftig zu finden. Deswegen spielen wir mal wieder auf Optik nach dem Motto probieren. Oh, oh, tryen geht over studying. Und das werden wir genauso jetzt auch durchführen. Doch habe ich eine Frage, Leute. Ich würde gerne einen Save machen. Weil was? Ich wollte gerade auf das Ding drauf. Ich wollte hüpfen und was macht er? Nein, er hält es nicht für nötig zu hüpfen. Mein Gott. Was mach hin, Luigi? Ich habe echt keinen Bock mehr auf dich. Nerv mich. Ich möchte das Level durchhaben. Ich möchte endlich mal wieder ein bisschen Action hier in den Plays haben. Nicht immer nur diese langweiligen. Ja, ich muss einen Stern suchen. Ja, Leute, geht einem nicht. Alter, so an der Stelle kann man gar nicht so oft verrecken. Jetzt macht das richtig, verdammt nochmal. Kann doch echt nicht sein, dass ich hier 3 Millionen mal verrecke an einer so einer billigen Stelle. Jetzt komm. Luigi, mach hin. Ich hab sonst keine Lust mehr. Du bist doch voll der Noob. Mach hinne, du Maschinella. Hinne, Macher, du reckst mich überhaupt nicht auf, weil du bist so gut, das weißt du aber auch. Haha. So, jetzt geht das hier hoch. Die Schwerkraftverhältnisse haben sich extrem gedreht, Leute. Oh mein Gott. Hier geht's weit. Nein! Verdammt! Boah, das ist aber auch scheiße mit der Schwerkraftperspektive und allem, ey. Das haben die aber fies gemacht, weil man darf die verdammte Wii-Fernbedienung nicht schütteln. Ansonsten ist man direkt weg mit dem Dingen, wo man gar nicht hin wollte. Boah, Leute, ob wir das heute nochmal schaffen, ich weiß es nicht. So, jetzt komm schon. Du Fiesling. Wir werden den versteckten Stern nun holen. So. Oh mein Gott, es geht schneller, es geht schneller. Sie haben sich Tricks ausgedacht, um uns in die Falle zu locken. Doch, das werden sie nicht schaffen, Leute. Wir werden dagegen halten. Denn wir. Oh, WTF! Nein, verdammt! Boah, man muss echt wissen, wo die Dinger gehen. Das kann doch echt nicht sein. Wie schnell geht denn das noch? Und dauern diese scheiß Bohu-Dinger? Kann man die eigentlich irgendwie wegmachen? Kann ich die mit dem Drehen wegmachen? Das muss ich mal ausprobieren, weil die gehen einem richtig auf den Nerv, die Viecher. So. Hier wieder unser fröhliches Notenspiel. Champions. Und hier kriegen wir wieder unsere drei
Green Pilzes, das ist schon mal sehr positiv, dass wir hier auf jeden Fall immer drei Leben abwarten. Ich mache jetzt einfach mal etwas sehr Gewagtes, was geklappt hat. Gott sei Dank. So, jetzt komm aber, Mann. Zeig mir, was du nicht kannst und zeig mir, was du kannst. Ah ja, man kann die so ein bisschen wegmachen.